Die Sonnenwende im Dezember ist immer höchst bedeutsam für die Entwicklungen im neuen Jahr. Enorm wichtige Entscheidungen sind zu treffen für oder gegen dein Leben. Es gibt mehrere Prognosevideos, die ich dir zu Ende des alten Jahres und zu Beginn des neuen Jahres online stellen werde. Hier geht es nun um das Quartalshoroskop. Ganz wichtig, viermal im Jahr die drei Monate genauer zu beleuchten, was sie bringen. Denn im Anfang schwingt auch immer das Ende mit und die Entwicklung für diese nächste Zeit. Dieses Horoskop ist das Quartalshoroskop, das am 21. Dezember beginnt und die Entwicklungen und Energien für uns bereithalten bis zum März 2023. Das ist sehr interessant. Wie gehen wir in das neue Jahr hinein und wie starten wir im neuen Jahr los? Da gebe ich dir nun Informationen mit, die für dich kristallklare Erkenntnisse, so hoffe ich, bringen, damit du deine Entscheidungen richtig treffen kannst. Denn schließlich ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und das merke ich auch immer mehr in den Beratungen, dass die individuelle Komponente den Menschen immer wichtiger wird. Die Erkenntnis von der Erdepoche, wo wir alle funktionieren, wo wir eingeteilt sind, strukturiert sind, jetzt immer mehr in die Luftepoche kommen. Das ist ja ein großer und langer Prozess. Und das Ziel davon ist mehr Beweglichkeit, mehr Wendigkeit. Und wir sehen uns das jetzt gleich mal an. Die letzte Chance für das alte Jahr, jetzt noch den eigenen Weg einzuschlagen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, kündigt auch der Aszendent im Zeichen Jungfrau an. Dieses Horoskop ist mundan, das heißt nicht für die einzelne Person, sondern für das Kollektiv, und doch können wir uns fürs eigene Leben sehr wichtige Informationen herausholen. Aszendent Jungfrau steht dafür, sich anzupassen, aber nicht in der Erleidensform, sondern diese Anpassungsfähigkeit zu kultivieren. Das heißt, diese feine Wahrnehmung, die die Jungfrau hat, diese Fühler, die Antennen, noch mehr auszufahren, um die Tendenzen und die Entwicklungen im Umfeld wahrzunehmen. Der Planet Merkur, der zum Aszendent Jungfrau gehört, steht hier im Quartalshoroskop am Ende des vierten Hauses, am Anfang des fünften Hauses. Das heißt, wir deuten beides mit. In welchem Zeichen steht er? Im Zeichen Steinbock. Das bedeutet, dass das Denken in die strukturierte Richtung geht und eher nach dem Motto, weniger ist mehr. Das heißt, wir verabschieden uns von gedanklichen Strukturen, die wir nicht mehr brauchen können, und behalten die, die uns jetzt nützlich sind. Ein Abschied vom Unwesentlichen und das, was deinem Wesen entspricht, das behältst du dir. Es geht hier auch um den Gefühlsbereich und um deinen privaten Bereich, dich wohlzufühlen, dich wieder mehr zu Hause zu fühlen und verwurzelt zu fühlen. Das alles wurde in letzter Zeit in Frage gestellt und jetzt geht es darum, sich zu entscheiden, was brauche ich und was brauche ich nicht. Der Merkur hat sehr viele Aspekte, einen positiven Aspekt zum Aszendent, also zu dieser Entwicklung, zu diesem Beginn, wirklich diese Wahrnehmungsfähigkeit zu kultivieren, und zwei sehr positive Aspekte auch zu Jupiter und zu Uranus. Hier geht es darum, Menschen, die sehr positiv gestimmt sind, die auch sehr viel Wissen mitbringen und Erfahrung, sich mit denen zu vernetzen und zu verbinden, die Gespräche in eine positive Richtung zu lenken, und es geht um den Fokus. Es geht hier um kein Schönreden oder um eine Traumwelt aufzubauen, sondern wirklich diesen Neubeginn. Jupiter steht hier auf 0 Grad Witter, diesen Neubeginn jetzt wirklich zu wagen, mit Menschen, die einem gut gesinnt sind, die einem weiterhelfen, selbst auch als Unterstützer aufzutreten. Und dazu gehört diese emotionale Komponente, das heißt von der inneren Einstellung her so eine grundsätzlich ähnliche Ebene, miteinander in eine Richtung zu gehen. Und mit Merkur Uranus gibt es sehr viel Inspiration, Intuition, die da ist, wenn es einem gelingt, diesen Fokus wegzulenken vom negativen Denken, von diesen negativen Nachrichten hin zu dem, was ist das Positive dran, beziehungsweise wie kann ich aus der ganzen Krise und aus dem ganzen Theater hier eine positive Entwicklung für mich einleiten. Es geht um einen Neubeginn in Richtung Individualität und persönliche Weiterentwicklung. Das Ganze wird sich dann auch auf das Materielle auswirken. Das heißt, diese Werte werden sich sehr verändern.
Und man wird draufkommen, dass man mit weniger zufrieden ist oder dass es einem sogar besser geht, aber nicht in dem Sinne, sich einzuschränken. Das ist damit nicht gemeint. Der Jupiter ist ja die Ausdehnung und das Leben aus der Fülle heraus, sondern eher draufzukommen, dass man bisher Dinge besessen hat oder durchgeführt hat, Zeit dafür investiert hat und Energie, was einen überhaupt nicht gut tut. Und es geht darum, diese Dinge wegzulassen. Selbst die Entscheidung zu treffen, so wie Plus-Minus-Liste, was brauche ich noch, was brauche ich nicht mehr, worauf möchte ich sogar gern verzichten und dafür Platz zu schaffen für Neues. Denn Jupiter möchte sich ausdehnen, die Gedanken möchten sich ausdehnen. Das Wissen ist wichtig, deine Erkenntnisse, all das, deine Lebenserfahrung, was du in deinem Leben schon alles integriert hast, das möchte jetzt auf eine neue Ebene gehoben werden. Und du wirst draufkommen, was dir alles hilfreich ist. Wir werden ja oft klein gehalten, von anderen reduziert und minimiert. Und jetzt geht es darum, dass du dieses Drumherum, was du gar nicht brauchst, was sogar belastend ist, weglässt und dafür dieses innere Wachsen forcierst durch eine gewisse Lebensbejahung und dann in eine Richtung bringst, die für dich sich sehr, sehr gut anfühlt. Worauf sollten wir das Licht lenken in diesem Quartal, also von Dezember 2022 bis März 2023? Und hier steht die Sonne im vierten Haus. Das bedeutet ins Innere, ins Private, das private Glück, das Wohlfühlen, das sich zu Hause fühlen und hier mit dem Jupiter eine gradgenaue Unterstützung, wenn es eben gelingt, diesen Neubeginn optimistisch zu starten und sich selbst zu erlauben, aus der Fülle, aus der inneren Fülle heraus zu leben. Das erscheint anfangs als Widerspruch, aber es geht eben genau darum, diesen Widerspruch aufzulösen, indem beide Komponenten nebeneinander stehen bleiben dürfen. Denn es ist durchaus wahrscheinlich, dass diese Lücke, die seit einiger Zeit besteht, zwischen den Menschen immer mehr klafft. Insofern, dass es Menschen gibt, die das Alte bewahren wollen, die sich lieber unterwerfen und dafür eine im Außen scheinbar gute Ordnung zu finden. Und dann gibt es Menschen, die das Individuelle mehr entdecken, sich selbst wieder mehr spüren, sich selbst leben wollen und sich verwirklichen wollen und nicht mehr in diesen fixen Strukturen verhaftet sein wollen. Und diese beiden Gruppen driften immer weiter auseinander, weil eben die Gesprächsgrundlage fehlt, weil dieses gemeinsame sich entwickeln wollen und vorwärts schreiten wollen hier nicht möglich ist. Und daher geht es darum, Menschen zu finden und sich mit Menschen zusammenzutun, die genau dieses Prinzip verinnerlicht haben. Die Venus steht auch im Zeichen Steinbock sowie Merkur und die Sonne. Und alle drei im vierten Haus heißt wiederum, die Werte, die Wertigkeiten verändern sich und das sehr rasch mit Uranus im Sinne neuntes Haus der Weiterentwicklung. Das Materielle spielt eine besondere Rolle, das eine Veränderung erfährt. Das heißt noch einmal, diese Zeit zu nützen bis März, sich klar zu machen und sich auch dem hinzugeben. Was ist dir etwas wert und was nicht mehr? Und das betrifft schon auch das Geld, deinen Besitz, aber nicht nur. Das betrifft auch den Wert der Zeit, die du mit jemandem verbringst oder die du mit dir verbringst in deinem Sinne. Und es geht um Energie, die du aufwendest. All das sind Werte und Wertigkeiten. Und es zahlt sich wirklich aus, sich mal hinzusetzen mit Steinbock, sich das aufzuschreiben. Was ist dir etwas wert im Leben? Was ist dir ganz wichtig? Du könntest dir eine Liste machen und dann die Top 3 heraussuchen, die deine Werte sind, die dich die nächsten Wochen und Monate begleiten und auf die du besonderes Augenmerk legst. Mit dem Steinbock hier hast du eine zielgerichtete Fokussierung und kannst daraus kristallklare Erkenntnisse erlangen für dein Leben und für die Weiterentwicklung. Was ist blockiert von Dezember bis März? Hier haben wir zwei Planetenqualitäten, die genau für das stehen. Zum einen der Pluto im fünften Haus und auch der Saturn am Übergang vom fünften ins sechste Haus. Das bedeutet, es sind noch alte Prägungen vorhanden, die auch von den Vorfahren herrühren, das Leben unter ein Programm zu stellen, das Leben in die Fremdbestimmung zu bringen.
das heißt wie ein Automat, wie eine Maschine zu funktionieren. Das sind noch die Reste der Erdepoche. Auch Pluto wird bald wechseln in das Luftzeichen. Und wir haben eben über 200 Jahre Erdepoche hinter uns. Wir sind am Beginn der Luftepoche seit geraumer Zeit, aber erst am Beginn. Und solange wir leben, die wir das jetzt hören, werden wir am Beginn der Luftepoche sein, weil diese eben viel länger dauert als ein Menschenleben. Aber wir haben diese Qualität, in eine neue Zeit hineinzuschwingen und diese alten Strukturen loszulassen. Es war in der Erdepoche sehr wichtig, dass zum Beispiel Arbeitsprozesse automatisiert werden, dass Maschinen sehr viel übernehmen, aber auch der Mensch dann in dieses Maschinelle etwas hineingerutscht ist, also auch in dieses Selbstverständnis zu funktionieren, das Leben hintanzustellen. Es fanden auch zwei Kriege statt, also zwei Weltkriege, und daraus resultierend Zerstörung und auch wieder diese Aufbauarbeit und dann natürlich diese Erkenntnis, das zu bewahren. Das erfährt jetzt eine Veränderung. Der Mensch möchte wieder freier sein, wieder unabhängiger sein. Arbeit ist nicht alles, Geld verdienen ist nicht alles, gerade jetzt, wo das Geldsystem sich massiv verändert. Und auch wiederum Eingriff stattfindet von, unter Anführungszeichen, oben herab auf die Menschen und auf den Besitz der Menschen. So geht es darum, sich wieder bewusst zu machen, was ist Leben überhaupt? Wie fühlt sich Leben an? Wie spürt sich Leben an? Und daraus wieder mehr ins Jetzt und ins Leben einzusteigen und das zu tun, was das innere Kind von dir tun möchte, wirklich etwas Neues auszuprobieren. Und das ist hier ganz gut gestellt mit dem Jupiter, wird gefördert, sobald man das in Angriff nimmt. Du kannst es im Kleinen machen in Form eines Hobbys, etwas auszuprobieren oder auch im Größeren eine Veränderung deiner Lebenssituation zu wagen, denn Saturn steht am Ende des fünften Hauses, wirkt noch einschränkend in die Lebenssituation hinein, in das freie Leben, aber tendiert immer mehr dazu, das Leben zu befreien und dann mit Saturn im sechsten Haus Regelungen zu finden für deinen neuen Arbeitsalltag. Das wird sich anders und viel freier gestalten. So geht jedenfalls diese Qualität hin in diese Richtung, auch für Firmen oder Unternehmen. Und Saturn im sechsten Haus bedeutet, sich eine eigene Regelung zu machen, für die eigenen Lebensbedingungen zu sorgen. Und auch hier ist wieder das Prinzip, weniger ist mehr. Und dafür das, was da ist, wirklich auszukosten und davon zu profitieren. Der Mond dient in einem persönlichen Horoskop, die Gefühle und das Zuhause. Im mundanen Horoskop ist es auch das Volk oder die Menschen. Und hier ist Mond wiederum bereit, mit Schütze in die Begeisterungsfähigkeit viel mehr hineinzugehen, etwas auszuprobieren, sich wohlzufühlen, das auch auszudrücken, was man möchte, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Hier mit Mars im Gegensatz ist jeder Beginn natürlich auch schwierig. Es ist mit so mancher Konfrontation dann auch zu rechnen und mit Gegenwind. Aber im Grunde geht es auch hier, seine Bedürfnisse klar zu machen, durchzusetzen, umzusetzen und auch hier einen Neubeginn zu starten. Die Wahrnehmung öffnet sich hier mit Neptun in Fische in Kontakt zu Merkur enorm. Das habe ich auch schon in den letzten beiden Videos thematisiert. Jupiter, Merkur, das offene, das freie Denken und mit Neptun hier eine ganz andere Wahrnehmungsfähigkeit, die sich entwickelt, die auch durch andere Menschen, mit denen du in Kontakt bist, gefördert wird, beziehungsweise ist das genau diese telepathische Verbindung, die man mit jemandem hat, wirklich sich auch ohne klare und direkte Worte zu verständigen, indem man das fühlt, spürt, wahrnimmt, was der andere meint. Wir können schon sehr genau in diese Energie hineingehen, denn es ist nicht mehr das, was wir sehen und angreifen, wichtig, sondern auch das, was wir fühlen, was sich quasi hinter den Worten versteckt. Und dadurch können wir Unwahrheiten viel einfacher aufdecken. So wird Manipulation von außen immer schwieriger. Jedenfalls für die Menschen, die ihre außersinnliche Wahrnehmung jetzt schulen, da immer mehr den Fokus darauf zu richten, in die Stille zu gehen, in sich hineinzufühlen und dann
wiederum den nächsten Schritt zu setzen. Auch die Intuition ist hier mit Uranus im 9. Haus mit sehr guten Verbindungen zu diesem persönlichen Planeten einer der Hauptantreiber in diesem Quartal. Es geht um die Intuition, um die wiederum Weiterentwicklung der Wahrnehmung. Und diese intuitiven Eingaben sind eben ganz plötzlich, ganz überraschend. Dafür muss Platz geschaffen werden. Daher geht es darum, alle strukturierenden Elemente zu überprüfen. Natürlich brauchen wir eine gewisse Struktur, die ist auch sehr, sehr wichtig, aber wirklich einmal nachzusehen. Es gibt so viele Strukturen, Vereinbarungen und Verpflichtungen, die überhaupt nicht sein müssen. Im Gegenteil, die einen blockieren, das auszumisten, das wegzulassen. Und dann ist Raum für diese freie Entwicklung und dann kann einem auch was einfallen, etwas zufallen und der Zufall seine positiven Seiten entfalten. Auch vom Karmischen her geht es in diesem Quartal darum, sich weiterzuentwickeln. Hier mit Mondknoten im Zeichen Stier im 9. Haus bedeutet eben, diese Verbindungen auch zu nutzen, die einem sehr viel wert sind mit Venus, Jupiter hier als Grundbedeutung des Hauses und des Zeichens. Damit erfolgreich zu sein und seine Werte im Sinne der Weiterentwicklung zu verändern. Man macht sich also geistig auf den Weg, interessiert sich für Themen, die vielleicht früher gar nicht interessant waren für einen, die zu weit weg waren vom Alltag. Das öffnet sich jetzt. Man kann sich begeistern lassen von fremden Kulturen, von Hochkulturen, von höherem Wissen, in welcher Form auch immer, und davon enorm profitieren. Denn was passiert mit Uranus in 9 ist, dass dieses Wissen, das ohnehin in dir grundgelegt ist, wieder aktiviert wird. Wie so ganz kleine Sternspritzer, die da hineinleuchten und plötzlich kommen Erkenntnisse, weil die Zeit jetzt reif ist und weil du die Zeit schaffst dafür und alles Unwichtige loslässt, dann kann das Ganze seine Wirkung entfalten. Der blinde Fleck, die Lilith, zeigt uns im 11. Haus, dass viele noch blind sind für ihre eigene Freiheit. Und hier siehst du einen fast exakten Aspekt zu Pluto. Es geht um die Sippschaft, um die quasi mehr oder weniger vererbten Verhaltensweisen und Programme, die noch gegen das Leben sprechen und die noch da sind und aufgelöst werden können. Hier ist der Schlüssel dazu. Jupiter wiederum im Zeichen Widder ganz zu Beginn. Das heißt, einen Neubeginn zu setzen. Andere helfen dabei im 7. Haus, diesen blinden Fleck hier zu enttarnen und wieder mehr weibliche Kraft auch hineinzusetzen in diese Freiheit, sich zu befreien von diesen alten Dogmen und alten Vorschriften hinein in eine neue Epoche, die erst am Anfang steht, aber die es gilt nun zu entdecken. Und der karmische Schlüssel dafür, Chiron, ist hier ganz genau an der Spitze des 8. Hauses. Es geht darum, dass diese Krise, 8. Haus, diese starken Veränderungen, diese manipulativen Versuche, der Schlüssel sind dazu, einen Neubeginn hier zu wagen. Das 8. Haus steht ja auch für den eigenen Weg, hat eine enorme Kraft in sich, wenn nicht fremdbestimmt. Und da geht es wirklich darum, auch in der Kommunikation einen neuen Weg zu wagen und hier die positive Aspektierung zum Mond, zum eigenen Gefühl, zum Wohlfühlen und zum Neubeginn in der Weiterentwicklung. Und damit sind wir beim Ziel von diesem Quartal. Hier geht es um das Zeichen Zwillinge, um Wendigkeit, darum, um Wissen auszutauschen, Wissen einzuholen und Wissen weiterzugeben, Informationen und diese Wendigkeit und Leichtigkeit, Spontanität wieder mehr ins Leben zu holen. Und der Merkur, der dazu gehört, er gehört ja auch zur Anlage von diesem Quartal, zum Zeichen Jungfrau. Dieser Merkur, wie gesagt, steht hier im 4. Haus, im Übergang zum 5. Haus. Es geht darum, diese Wendigkeit und Leichtigkeit einzusetzen fürs Leben, für die Lebensfreude, für das Prinzip des Kreativen und hier eine sehr positive Aspektierung von Merkur. Viel Förderung mit dabei, eine hohe Kraft der Intuition und der Inspiration. Und in diesem Sinne ist Kommunikation oder Schreiben sehr wichtig für die nächsten Monate, sich auszudrücken, ein Ventil zu finden, neue Ideen zu sammeln und auch gleich mal auszuprobieren. Denn Jupiter Anfang Widder und auch Uranus grundsätzlich möchten gerne etwas ausprobieren. Und man muss nicht vorher schon wissen, was dabei herauskommt. Das wäre eben Merkur in der alten Struktur, sondern Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Und durchs Probieren, Learning by Doing,
kommt man auf den nächsten Schritt drauf. Man kann es nicht vorab denken, das wäre wieder ein Programm, sondern man lässt sich ein ins Leben, hüpft da richtig hinein, probiert etwas aus, Mut zum Ausprobieren und dann fügt sich das Ganze und Schritt für Schritt ergibt sich dann der Weg, den man vorher noch nicht wusste. Schreib doch du gerne in den Kommentar, in welchem Lebensbereich steht für dich ein Neubeginn an? Spürst du das schon so? Nimmst du das schon wahr seit einiger Zeit? Und jetzt geht es wirklich so wie ein Fokus, wie ein Laserstrahl, der genau dorthin leuchtet, sodass du deinen neuen Weg gehen kannst. Ich werde noch ein Video online stellen, wo es um das neue Jahr beginnt, was uns 2023 im gesamten Jahr erwartet. Und wie du vielleicht weißt, beginnt ein astrologisches Jahr nicht zum 1. Jänner, sondern zum sogenannten Frühlingspunkt, also wenn die Sonne auf 0 Grad Witter geht. Das ist immer um den 20. März herum. Davor werde ich dann auch noch einmal ein Horoskop für das astrologische Jahr erstellen und hier online stellen. Und bis dahin folgen noch weitere interessante Informationen, denn es passiert jetzt so viel in den nächsten Wochen und Monaten. Astrologisch, es ist so viel Potenzial enthalten und ich wünsche dir und uns allen, dass wir es bestmöglich nützen können, auch wenn, und das passiert zur selben Zeit, Chaos herrscht, Unterdrückung, Korruption, Manipulation, das besteht zur gleichen Zeit und doch kann jeder seinen Weg gehen, wenn er seine Individualität wiederentdeckt und sich wirklich gut hineinspürt und man kann sich immer weniger an anderen orientieren, das ist sozusagen out. Sondern wirklich auf sich selbst schauen, sich umsehen. Es gibt sicher auch in deinem Umfeld Menschen, die schon ihren Weg gefunden haben oder dabei sind. Und das ist ja das auch, was einen fasziniert an anderen, wenn die ihren eigenen Weg gehen, auch wenn dieser Weg so gar nicht 0815 ist und gar nicht Mainstream, sondern wirklich ein eigener Weg. Das ist das Schöne, da ja jeder von uns ein Individuum ist. Das wird auch immer wieder im persönlichen Horoskop erkennbar und gezeigt. Das ist auch das, was man bei einer Beratung dann ganz genau ansieht. Wenn du dein eigenes Horoskop mal ganz genau analysiert haben möchtest, melde dich gerne. Gerade zum Jahresbeginn ist oftmals ein wichtiger Energieschub enthalten, sodass man wirklich seinen Weg und seine Ziele optimal und stimmig ausrichten kann. Ich freue mich auf deine Kommentare, nehme es als große Wertschätzung, wenn du dir Zeit dafür nimmst, das Video weiterteilst, damit so viele Menschen wie möglich Mut bekommen, ihr eigenes Leben zu leben, mehr Zufriedenheit verbreiten, was sicher der gesamten Menschheit sehr gut tut. Bis zum nächsten interessanten Video. Silvia von AstroDings.